Question. Frage. How old was Beethoven when he played his first musical item? Frage. Wie alt war Beethoven, als er sein erstes Stück gespielt hat? Eight years? Four years? Vier Jahre. I think he was one of the greatest musicians of from eternity. Ich glaube, er war einer der größten Musiker überhaupt aller Zeiten. He also had a sad story. Aber er hatte auch eine traurige Geschichte. He wanted the wife. Er wollte gerne eine Frau. And he visited a lady. Und er besuchte eine Dame. But he couldn't make the music of the heart. Aber er verstand es nicht, die Musik des Herzens zu machen. He composed Moonlight Sonata for this lady. Er hat für diese Dame die Mondscheinsonate komponiert. But somehow he couldn't conquer her heart. Aber er hat es dennoch irgendwie nicht geschafft, ihr Herz zu erobern. And this is one of the easiest things in life because ladies cannot resist men. Obwohl das eigentlich eines der einfachsten Dinge der Welt ist, denn welche Frau kann schon einem Mann widerstehen? And then he tried again. Und er versuchte es erneut. Wrote beautiful music to the lady. Er schrieb wunderschöne Musik für diese Dame. But he couldn't produce the music of the heart. Aber er konnte nicht die Musik des Herzens hervorbringen. And then he tried again. Und er versuchte es erneut. Composed beautiful music. Komponierte wunderschöne Melodien. But he couldn't produce the music for the heart. Aber seine Musik konnte ihr Herz nicht erreichen. Ki aga aga, he couldn't do it. Ki aga aga, das hat er nicht geschafft. I want to thank you for the music that you are making. Ich möchte euch danken für die Musik, die ihr macht. It reaches my heart. Denn sie erreicht mein Herz. Glad you came. Schön, dass ihr gekommen seid. There's too much to speak about the flood. Es gibt so viel, was man über die Sintflut sagen könnte. I'm just going to give a little bit. Und ich kann nur einen kleinen Ausschnitt wiedergeben. In all the civilizations, they have stories about the flood. In allen Kulturen gibt es Flutgeschichten. Gilgamesh Epic. Der Gilgamesh Epos. And many other ancient manuscripts. Und noch viele andere antike Manuskripte. In search of the resting place of the ark. Why? Auf der Suche nach dem Ruheplatz der Arche. Warum? Join me as we begin our search in the mountains of Turkey. Kommt mit mir auf eine Suche in die Berge der Türkei. Maybe you can see a little hole to the left. Vielleicht seht ihr dort auf der linken Seite ein kleines Loch in dem Bild. We were heading for that hole in the rock. Und das war unser Ziel, das Loch in der Felswand. So Sally walks in front. Sally, unser Führer, ging voran. And my daughter walks at the back. Und hinten lief meine Tochter. And I was looking at that high place in the mountain. Und ich schaute da auf die hohen Berge, zu denen wir wollten. So I spoke to the mountains. Und dann sprach ich zu den Bergen. Can you tell me where can I find the ark? Könnt ihr mir sagen, wo ich die Arche finden kann? But the Urartian fortress says, I cannot help you, speechless. Aber diese urartäische Festung blieb stumm. My first great discovery was acrophobia, fear of high places. Meine erste große Entdeckung war Akrophobie, Höhenangst. When I came to that hole in the mountain, als wir dieses Loch in der Felswand erreicht hatten, I looked down. Da schaute ich darüber nach unten. Hundreds of meters steep down. Hunderte von Metern ging es runter, steil. And I became like a computer.
Und ich wurde wie ein Computer. I couldn't move. Ich konnte mich nicht bewegen. So Loretta and the guide had to move me away from the precipice. Also mussten Loretta und der Führer mich von dem Abhang wieder wegbewegen. They say it's a good thing for old people to get fear. Man sagt, es würde alten Leuten gut tun, wenn sie Angst bekommen. Will we find traces of Noah's ark here? Werden wir hier Spuren der Arche Noah finden? Sally, the famous guide to Ararat, became my friend. Sally, der berühmte Ararat-Führer, wurde mein Freund. He's not married, so he's got lots of time to talk, and he told us many interesting stories. Er ist unverheiratet, also hat er viel Zeit und hat uns viele interessante Geschichten erzählt. Now will he take us to the place where we want to be? Wird er uns wohl an den Platz führen, den wir sehen wollen? In this picture you see people climbing up Ararat. In diesem Bild seht ihr kleinen Bergsteiger, die auf dem den Ararat hochsteigen. Sally, the guide says it takes 5 days for an expedition to the Ark and back. Sally sagt, eine Expedition bis zur Spitze des Ararat bräuchte 5 Tage. Some people who want to do it in a shorter time suffer, some die. Manche Leute versuchen es in kürzerer Zeit und sie machen Schlimmes durch. Manche sterben sogar. So I said, Sally, be honest with me. Also, is there an ark up there? Also habe ich gesagt, Sally, mal ehrlich, gibt es da oben die Arche? The famous guide says no. Nein, antwortet der bekannte Führer. I said, Sally, so why do you take people up there? Dann fragte ich ihn, Sally, ja, warum führst du dann die Leute da hoch? They say to me, keep quiet, we pay you, take us. Weil sie zu mir sagen, sei still, wir bezahlen dich, nimm uns nach oben. And this is what it looks like from on top of Ararat. Und das ist die Sicht von der Spitze des Ararat. By the way, the Bible doesn't say Ararat is a mountain. Übrigens sagt die Bibel nicht, dass der Ararat ein Berg ist. Ararat is a country. Is a country, a kingdom. Ararat ist ein Land, ein Königreich. Ja. Only about 200 years ago they gave the highest mountain the name Ararat. Und das ist erst vor 200 Jahren etwa geschehen, dass man den höchsten Berg dort Ararat genannt hat. Well, let's look elsewhere in search for the ark. Also, versuchen wir es anderswo auf unserer Suche nach der Arche. And as you can see, it's called Noah's Ark National Park. Und wie ihr auf dem Schild dort oben lesen könnt, dort steht Nationalpark Arche Noah, Besucherzentrum. You walk into the little room. Man kommt da hinein in den kleinen Raum. And they said you can touch the petrified wood of the ark. Und dann sagen sie einem, oder dort steht auf den Schildern, das ist versteinertes Holz von der Arche Noah. Feel, this is from the ark. Hier, nehmen Sie es mal in die Hand, von der Arche. So the exhibition tries to tell you, persuade you that this is the place where the ark came to rest. Also die Ausstellung möchte die Besucher davon überzeugen, hier ist die Arche gelandet. Maybe you can see an interesting shape in the picture. Vielleicht könnt ihr hier auf dem Bild eine interessante Form entdecken. What do you see? Was seht ihr dort? Use your imagination. Ihr braucht etwas Fantasie. Ship. Do you see a ship here? They saw this for the first time in 1966 from a spy plane flying over Ararat. Zum ersten Mal hat man das entdeckt 1966, ein Spionageflugzeug, das den Ararat überquert hat. And the sensation affected the planet. Und es war eine Sensation, die um den ganzen Globus gegangen ist. They said, we found the ark. Man hat gesagt, wir haben die Arche gefunden. So let's move a bit closer to this ark formation. Also schauen wir uns diese Bootsformation etwas näher an. As I said, the possibility of this being the ark caused great sensation. Wie gesagt, man war sehr aufgeregt darüber, über die Möglichkeit, dass das die Arche Noah gewesen sein könnte. So like many others,
I also examined this ship-like formation. Also habe ich wie viele andere vor mir schon diese schiffsähnliche Formation mir angeschaut. But what you see is only a geographical phenomenon. Aber was man dort sieht, das war meine Schlussfolgerung, war nur ein natürliches geografisches Phänomen. They did many excavations here, many radar experiments, but it's only stone. Man hat hier viel gegraben, man hat Untersuchungen mit Radar gemacht, aber man findet nur Steine. And my daughter with a much higher IQ than the father said she agrees with me, this is not the ark. Und meine Tochter, die einen viel höheren IQ hat als ihr Vater, die sah es genauso. Nein, das ist nicht die Arche. Not too much more, just a little bit. Nicht viel mehr als ich, aber etwas. You are welcome to consult scientific findings. You can go to the internet. But people who say this is the ark, actually they are laughable. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne auch ins Internet gehen. Ihr könnt auch andere wissenschaftliche Untersuchungen zu Rate ziehen. Es gibt Menschen, die sagen, das ist die Arche, aber ich glaube es nicht. When we drove there, I saw people in a land. Als wir dort durchfuhren, sah ich Landarbeiter. So, what am I doing here? Was mache ich hier? This is the ancient method to separate the chaff from the corn. Ja, Worfeln, genau, mir fällt das englische Wort nicht ein, aber das ist die alte Methode, wie man Spreu und Weizen getrennt hat. And you have to do the same thing in search for truth. Und genauso muss man es machen, wenn man auf die Wahrheit sucht. There's so much rubbish. Denn es gibt so viel Müll. Look for the corn. Wir müssen suchen nach den kleinen Goldkörnern. So we concluded after deep research that the ark is not in Turkey. Wir haben also uns die Sache genau angeschaut. Und unsere Schlussfolgerung war, die Arche befindet sich nicht auf türkischem Boden. So let's go through Georgia on our way to Armenia. Also gehen wir durch Georgien, reisen hindurch und machen uns auf den Weg nach Armenien. And when we came there, there was war between the Russians and the Georgians. Und als wir dort hinkamen, da war gerade ein Krieg zwischen den Russen und den Georgiern. But I think an angel took us from Georgia to Yerevan. Aber ich glaube, ein Engel hat uns geleitet auf dem Weg von Georgien nach Erevan. Eventually we came to Armenia. Schließlich sind wir in Armenien gelandet. This is the second time I visited this site, the fortress of Erebuni. Das hier ist die Festung von Erebuni und ich war schon zweimal dort. And I think the focus of the world is going to turn to Armenia. Und ich glaube, die Aufmerksamkeit der Welt wird sich Armenien zuwenden. They discover more and more older archaeology. Denn dort entdeckt man immer mehr ganz alte archäologische Funde. Guess what we're looking for? Ratet mal, was wir hier suchen. Links for the ark. Wir suchen nach Hinweisen für die Arche. But while I was searching for ark-related evidence, I came across the inscriptions of Argesti II. Und während ich eben diese Hinweise suchte für die Arche, stieß ich auf diese Inschrift von König Argesti II. He was a contemporary of Adad-nirari III. Er war ein Zeitgenosse von Adad-nirari III. Can you remember what we spoke about Adad-nirari III? Könnt ihr euch erinnern, was wir über Adad-nirari III. Gesagt hatten? He was an Assyrian king. Yes. Which one? There were many. Er war assyrischer König, aber welcher? Es gab ja viele. From the time of Jonah, the king that became converted. Er war aus der Zeit Jonas, das war der König, der sich bekehrt hat. So the story of Nineveh reached Armenia. Also die Geschichte von Jonah von Ninive hat Armenien erreicht. The Urartian civilization. Say again? The Urartian civilization. Das war die urartäische Kultur.
We were looking for the oldest archaeology. Why? Wir halten nach den allerältesten Inschriften oder Fundstücken Ausschau. Warum? Because logic says if I come to the oldest archaeology, the ark should be in the vicinity. Weil die Logik uns sagt, wenn wir die allerältesten Fundstücke finden, dann müsste eigentlich in der Nähe der Platz der Arche sein, der Ruheplatz. Let's carry on with our research. This is Metsamor. Also gehen wir weiter in unserer Suche. Das hier ist Metsamor. A very interesting site. Eine ganz interessante Stätte. What are you looking at? Was seht ihr hier? Phallus symbols. Brilliant. Exakt, das sind keine Obelisken, sondern das sind Phallus Symbole. Exodus 23:24. Do not bow down before their gods. 2. Mose 23:24. Du sollst dich vor ihren Göttern nicht niederwerfen. Or worship them or follow their practices. Und ihnen nicht dienen und du sollst nicht nach ihren Taten tun. You must demolish them and break their sacred stones to pieces. Sondern du sollst sie ganz und gar niederreißen und ihre Gedenksteine völlig zertrümmern. I haven't got time to tell you how debasing these practices were. Ich habe nicht die Zeit, euch zu beschreiben, wie erniedrigend und abstoßend diese Praktiken waren. We went inside the museum, but we discovered that this was polytheistic. Wir sind in dieses Museum hineingegangen und dort bekamen wir die Information, dass diese Völker in der Gegend der Vielgötterei anhängen. Yeah, they worshipped many, many gods. Sie waren Polytheisten. Now up here at one of the platforms, the archaeologist mentioned something very interesting. Hier oben machte der Archäologe eine sehr interessante Bemerkung. You have 7 steps to get to the top. Das ist eine astronomische Stätte und man sieht hier die Stufen. 7 Stück führen bis nach oben. And on this little hill you can see astronomical signs. Und was man auch sieht, sind astronomische Zeichen auf dem kleinen Hügel. This is what they found there until the discovery of Metsamor, this astronomical place. It had been widely accepted that the Babylonians were the first astronomers. Ein Zitat zu diesem Ort: Bis zur Entdeckung von Metsamor war man weiterhin davon ausgegangen, dass die Babylonier die ersten Astronomen waren. The observatory at Metsamor predates the Babylonian kingdom by 2000 years. Das Observatorium in Metsamor ist 2000 Jahre älter als das babylonische Reich. And contains the first recorded example of dividing the year into 12 sections. Und enthält das erste dokumentierte Beispiel für die Aufteilung des Jahres in 12 Abschnitte. Brilliant people. Brilliant. I thought everything started with an ape. Ich dachte immer, es fing alles mit einem Affen an. Look at these cosmic signs. Schaut euch diese kosmischen Zeichen an. Using an early form of geometry, the inhabitants of Metsamor were able to create both a calendar and envision the curve of the earth. Mit Hilfe einer frühen Form von Geometrie konnten die Einwohner von Metsamor sowohl einen Kalender erstellen als auch die Erdwölbung abbilden. Where did they get the information from? Woher wussten sie davon? Guess what I discovered here. Wisst ihr, was ich hier herausfand? The most ancient Armenians were the most brilliant people ever. Die ältesten Armenier waren die fähigsten, die genialsten. According to Professor Parsimian, the oldest compass was found here. Laut Professor Elmar Parsamian wurde an dieser Stelle der älteste Kompass gefunden. So they had a trade route and they followed the stars to help them find their way.
Sie hatten also Handelsrouten und sie haben sich orientiert an den Sternen. Sie sind danach gefahren. While visiting here, I thought maybe Jonah could have brought some scientific knowledge with him. Jonah? Sorry, Noah. Noah. Don't repeat my mistakes. Correct them and then give it. Und als ich eben darüber nachgedacht habe, da dachte ich mir, Noah hat sicherlich schon wissenschaftliche Kenntnisse gehabt, mitgebracht in die Zeit nach der Sintflut. Between 2800 and 2500, at least 3 observatory platforms were carved from the rocks. Zwischen 2800 und 2500 vor Christus wurden mindestens 3 Plattformen für Observatorien in den Felsen gehauen. The Metsamor Observatory is an open book of ancient astronomy and sacred geometry. Das Metsamor Observatorium ist ein offenes Buch, was antike Astronomie und heilige Geometrie angeht. What do you see? Was seht ihr hier? By using the trapezium carving and the 5000-year stellar calendar, Parsimian discovered that the primary star which matched the coordinates of its end point was the star Sirius, the brightest star in the galaxy. Anhand dieser Trapezgravur und eines 5000 Jahre umfassenden Sternenkalenders fand Parsimian heraus, dass der zu diesen Koordinaten passende Stern der Sirius gewesen sein muss, der hellste Stern unserer Milchstraße. Parsimian said that there's a possibility that they worshipped Sirius, the star. Parsimian sagte, dass der Sirius aller Wahrscheinlichkeit nach von den antiken Bewohnern Metsamors angebetet wurde. Between 2800 and 2600, Sirius could have been observed from Metsamor in the rising rays of the sun. Er sagt weiter, zwischen 2800 und 2600 vor Christus konnte man in Metsamor den Sirius in den Strahlen der aufgehenden Sonne beobachten. It is possible that, like the ancient Egyptians, the inhabitants of Metsamor related the first appearance of Sirius with the opening of the year. Womöglich haben die Einwohner von Metsamor, wie die alten Ägypter, das erste Erscheinen des Sirius als Beginn des neuen Jahres betrachtet. Polytheism is bad news. Polytheismus ist eine schlechte Nachricht. Let's try and find a place where they had monotheism. Versuchen wir einen Ort zu finden, wo Monotheismus praktiziert wurde. Because the Bible says that Noah and his sons were believers in God. Denn die Bibel sagt ja, dass Noah und seine Söhne an Gott glaubten. We've come to the place. Und hier sind wir an dem Ort. One author writes, they sit like soldiers on a hill, huddled in formation. Ein Autor schreibt, sie sitzen wie Soldaten auf einem Hügel, in einer Formation zusammengekauert. Where is this famous sight? Wo befindet sich dieser berühmte Anblick? Let's begin our final journey at the Outdoor Museum of Sisian. Beginnen wir unsere letzte Reise im Freiluftmuseum von Sisian. Any messages from these ancient stones? Können uns diese sehr, sehr alten Steine etwas sagen? What do you see on the screen? Was seht ihr hier? You've never seen something like this. So was habt ihr noch nie gesehen. Another ram. Einfach ein Widder. Sacrificial one. Ein Opfertier. From the ark, perhaps. Vielleicht aus der Arche. And when you look at the ancient script here, und wenn man sich die alten Schriftzeichen darauf anschaut, and you compare it with Proto-Sinaitic script, you read the word Shem. Und das mit der proto-sinaitischen Schrift vergleicht, dann steht da das Wort Shem oder Sem. So welcome to the latest and greatest discoveries not only in Armenia but in the world.
Also, willkommen zu einer der größten Entdeckungen, nicht nur in Armenien, sondern weltweit. Zoroastrianismus is also called Karahund. Zoroastrianismus nennt man auch Karahund. So what does the word Karahund mean? Was bedeutet aber das Wort Karahund? Tell me. Sag's mir. The singing stones. Die singenden Steine. La 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 la. Yeah, that's the meaning. Das bedeutet das Wort. So these stones have got a song. Diese Steine haben also ein Lied zu singen. Are they singing about the story of Noah and the flood and God's love for helpless people? Singen sie vielleicht von Noah und der Flut, von Gottes Liebe für hilflose Menschen? I think so. Ich glaube schon. So here you are looking at the oldest archaeology ever found on this planet. Also hier betrachten wir gerade die ältesten archäologischen Funde, die man überhaupt je gefunden hat. Is it logic to think that the ark could rest somewhere on the mountains round about here? Ist es nicht vernünftig, davon auszugehen, dass die Ruhestätte der Arche irgendwo in der Nähe dieser ältesten Funde sein muss? The author Ney says, rarely have ancient monuments caused such a sensation in astronomical circles. Der Autor Ney sagt weiter, selten waren antike Monumente für Astronomen so sensationell. I must tell you something about this book. Ich muss euch etwas erzählen über dieses Buch. A friend of mine, Walter Veit, went to Armenia in 2005. Ein Freund von mir, Walter Veit, besuchte 2005 Armenien. So when we came to Zoroastrianismus, und als er nach Zoroastrianismus kam, this book was for sale. War dieses Buch zu verkaufen. 100 Euros. 100 Jahre. Oh. Euros, that means Money. 100 yeah. Euro. But it hasn't even got 100 pages. Und es hat nicht mal 100 Seiten. So my German friend said, no, we're not paying that money. Also sagte mein deutscher Freund, nein, das so viel zahlen wir nicht. And he said, he hasn't got money, referring to me. You were accompanying him. Also wir waren zusammen dort. Und dann zeigte er auf mich und sagte, und er hat übrigens auch kein Geld. So he asked the man, can I take pictures of the contents of the book. Und dann fragte er den Mann, kann ich vielleicht etwas fotografieren aus dem Buch, aus den Inhalten? I can't remember if the man said yes or no, but Walter Veit, if he goes, he goes. Ich weiß nicht mehr, ob der Mann ja oder nein gesagt hat, aber wenn Walter Veit was im Kopf hat, dann macht er's. So we were disappointed. We were invited by the world famous professor, which I will not tell you who he is. Walter und ich war eigentlich eingeladen von einem Professor, einem weltbekannten Professor in Armenien, und ich habe ihn gefragt, kann ich meinen Freund mitbringen? Und dann habe ich Walter mitgenommen. Anyway, we didn't find the ark. Auf jeden Fall, die Arche haben wir nicht gefunden. We were very disappointed. Wir waren sehr enttäuscht. But you know, sometimes disappointments have got good news. Aber wisst ihr, manchmal sind Enttäuschungen für etwas gut. When I came home, als ich heimkam, I waited for 1 year. Wartete ich ein Jahr. And then I look at the slides that Walter took from this book. Und dann schaute ich mir die Bilder an, die Walter von dem Buch gemacht hatte. And when I read it. Und als ich das las, my heart was strangely warmed. Da wurde mir eigenartig warm ums Herz. I became excited. Und ich wurde begeistert. I said to myself and Loretta, we must go back. Und ich sagte zu mir und zu Loretta, wir müssen da noch mal hin. I had no money. Ich hatte kein Geld. But the insurance policy says you have a few euros. You can have it within a month or you lose it. Aber meine Versicherungspolice sagte mir, da sind einige Euro verfügbar innerhalb eines Monats, sonst verfallen die. I got the money and I got my ticket and Loretta and myself
flew off to Armenia. Ich besorgte mir das Geld und wir kauften ein Tickets und Loretta und ich sind rüber geflogen. But this time I had a lot of knowledge about Armenia. Aber diesmal hatte ich mir eine Menge Wissen über Armenien angeeignet. I'm sharing this with you. Und das möchte ich euch mitteilen. Heruni, and here you've got this curriculum vitae. He's got about all the degrees that you can have in life. Wer ist Heruni? Ihr seht hier so ein bisschen von seinem Lebenslauf und er hat so ziemlich alle Abschlüsse, die man sich vorstellen kann. It's too much to read. Das ist so viel, das brauchen wir nicht zu lesen. A total of 223 stones were found at Zoratzkarar. In Zoratzkarar hat man insgesamt 223 dieser Felsblöcke gefunden. You see some holes in the stones. What is the meaning of the holes? Man sieht immer wieder in den Steinen Löcher eingebohrt. Wozu waren die da? There you can see some of the holes. Hier sind einige. Loretta took this picture of me on the other side. Loretta hat das Bild von mir gemacht. Ich stand auf der anderen Seite. A study was made of the solstice and equinox in 1994, 5, 6, 7, 99 and 2001. Man hat eine Studie gemacht über die Sonnenwende und die Tag-Nacht-Gleiche in den Jahren zwischen 1994 und 2001. Most of the holes directed to different points of the horizon. Seite 14 heißt es, die meisten Löcher sind auf verschiedene Punkte am Horizont ausgerichtet. Heruni writes in his book Birthplace of Writing, Mathematics, the Calendar and the Form of the Earth were discovered here at Zoratzkarar. Laut Heruni finden sich hier in Zoratzkarar die ersten Aufzeichnungen von Mathematik, von einem Kalender und von der Form der Erde. 97 was used to study the sun. Stein Nummer 97 diente zur Erforschung der Sonne. From here they watched the sunrise and the summer solstice. Von hier aus beobachtete man Sonnenaufgänge und Sommersonnenwenden. Sunsets and summer solstices were observed from stone 99. Sonnenuntergänge und Sommersonnenwenden wurden von Stein Nummer 99 beobachtet. And stone 63 were used for observing spring and autumn equinoxes, sunrises and sunsets. Mit Felsen wie Nummer 63 observierte man Tag-Nacht-Gleichen im Frühling und Herbst, aber auch Sonnenauf- und Untergänge. From some of the holes they observed the movements of the moon. Und einige der Gucklöcher waren auch für die Bewegungen des Mondes. They did this research with brilliant and the best scientific instruments. Sie haben diese Erforschung mit den besten und ausgeklügelsten wissenschaftlichen Instrumenten durchgeführt. The oldest Armenians called the cosmos Ast. Die alten Armenier nannten den Kosmos Ast. Kosmos Ast. You're looking at a minefield of galaxies. Hier seht ihr ein Minenfeld voller Milchstraßen. God was called not Ast, but Ast Fats, the omnipresent one. Gott hat man nicht Ast genannt, sondern Ast Fats, der Allgegenwärtige. Ast is universe and Fats to spread. Ast steht für das Universum und Fats heißt ausbreiten. So they believe that God was everywhere in the cosmos, the creator of the cosmos. Sie glauben also, dass Gott, der Schöpfer des Kosmos, dass er sich überall darin befand. One unseen creator God. Ein unsichtbarer Schöpfergott. Where did they get this religious knowledge from? Woher hatten sie dieses religiöse Wissen? Guess. Ratet mal. Noah, yes. Von Noah, ja. The archaeologist doesn't know what's going on here because most of them don't believe in the Bible. Die Archäologen wissen nicht, was hier passiert, warum das so ist, weil die meisten nicht an die Bibel glauben. But what the description of the creator, Ast Fats,
He is in the great universe, the creator of the universe. Aber was für eine Beschreibung des Schöpfers, Astfatz, dass er überall im Universum sich befindet. He is everywhere. He's so big, but he's so small. He can come and live in my heart. Er ist überall. Er ist so groß, und dennoch kann er so klein werden, dass er in mein Herz kommt. So let's peep through one of these holes. Also lugen wir einmal durch eins der Löcher. What a surprise! I didn't see the moon or the stars. I saw Loretta. Na sowas. Ich sehe nicht Sterne, sondern mein Kind. This was just before we made another great discovery. Kurz nach diesem Foto machten wir eine weitere spannende Entdeckung. So my camera is still in one of the holes. Meine Kamera habe ich durch eines der Löcher gerichtet. So when you look in one hole, you see some more holes. Und durch dieses Loch sieht man wieder weitere Löcher. Can you see them? Seht ihr sie? Noah's posterity studied the night skies and believed in a creator God. Noahs Nachkommen erforschten den Nachthimmel und sie glaubten an einen Schöpfergott. This is the message of Zoratzkarar. Das ist die Botschaft von Zoratzkarar. So archaeology says this is the oldest site on the planet, inhabited site. Also die Archäologen sagen uns, das ist der Ort, diese Stätte ist am allerältesten, was die Funde angeht, das Alter. Now, does the Bible agree that this is the oldest civilization? Sagt jetzt die Bibel das Gleiche? Kann sie bestätigen, dass hier die älteste Zivilisation ist? Genesis 9, 18 and 19. 1. Mose 9, Vers 18 und 19. Now the sons of Noah who went out of the ark were Shem, Ham and Japhet. Und die Söhne Noahs, die aus der Arche gingen, waren Sem, Ham und Japhet. And Ham was the father of Canaan. Und Ham war der Vater Kanaans. These three were the sons of Noah. Diese drei sind die Söhne Noahs. And from these the whole earth was populated. Und von ihnen ist die ganze Erde bevölkert worden. Archaeology says this is the oldest. Archaeology says this is the oldest. Die Archäologie sagt uns, hier ist die älteste Stätte. The Bible says yes, this is where new life began. Und die Bibel sagt ja, denn das ist der Ort, wo das neue Leben begann. What about writing? Wie steht's denn mit dem Schriftzeichen? Heruni says the first writing pads were Armenian rocks. Heruni schreibt, die ersten Schreibtafeln waren armenische Felsen. So here we find the first appearance of writing. Also hier finden wir die ersten Anzeichen, die ersten Erscheinungen von Schriften. How did your first writing look like? Wie sahen eure ersten Schreibversuche aus? Terrible. Schrecklich. So don't expect wonderful writings from people who just started to write on rocks. Also sollten wir nicht wunderbare Zeichnungen erwarten von Menschen, die gerade damit begonnen haben, auf Steine zu schreiben. They did a scientific study and discovered that all languages can be traced back to ancient Armenian. Man hat in einer wissenschaftlichen Untersuchung festgestellt, dass alle Sprachen auf das alte Armenisch zurückgeführt werden können. Heruni's research is amazing. Was Heruni herausgefunden hat, ist erstaunlich. But what about the statement that the earth is round? Aber was ist mit der Feststellung, dass die Erde rund ist? This is what they found at another place in Armenia. Das hier hat man gefunden an einem anderen Ort in Armenien. I didn't take this picture. I took it from a book where they found this. Ich habe das nicht vor Ort fotografiert, sondern aus einem Buch. Tell me, what do you see on this? Sag mir, was ist hier dargestellt? People? People, yes. And what else? Menschen, ja. Was noch? The round earth. Yes, the round earth. Die runde Erde. Where did they get the knowledge? Woher wussten sie das?
An ancient representation of a round earth inhabited by people. Also eine antike Darstellung einer runden, von Menschen bewohnten Erde. Shirakazi. Shirakazi. Astronomer. Er war Astronom, Philosopher, Philosoph and mathematician. Und Mathematiker. Writes in his book Cosmology and Chronology that Armenians affirm that the earth is ball formed and animals live on all sides. Und er schreibt in seinem Buch Cosmology and Chronology, dass armenische Quellen versicherten, die Erde sei kugelförmig und auf allen Seiten von Tieren bewohnt. Are we getting better or worse? Wird es besser mit uns oder schlechter? What else did they believe about the solar system, our sun and the planets? Was haben sie sonst noch so geglaubt über unser Sonnensystem, Sonne und Planeten? They said it's heliocentric, the sun is in the middle. Sie sagten, es ist heliozentrisch, also alles dreht sich um die Sonne. Copernicus, Galileo and Kepler made this discovery only in the 1600s. Newton followed them in the 1800s. Kopernikus, Galileo und Kepler entdeckten das erst im 17. Jahrhundert nach Christus. Newton folgte ihnen im 19. Jahrhundert. What do you think about this? Was denkst du darüber? People were brilliant long ago. Die Leute damals, vor langer Zeit schon, waren brillant. This is the island of Samos. Das ist die Insel Samos. Paul was here. Paulus war hier. And I visited the tomb of Pythagoras. Und ich habe das Grab von Itabalos. Have you heard about Pythagoras? Pythagora, au. Oh. Pythagora. Oh. Pythagoras, ja, danke. German pronunciation. When he returned from Armenia to Greece in the 6th century, he thought that the planet was round. Als Pythagoras im 6. Jahrhundert von Armenien nach Griechenland zurückkam, da lehrte er, dass unser Planet rund ist. He got this from the Armenians. Er hat das von den Armeniern gelernt. Here at Zoratzkarar I asked the question. Hier in Zoratzkarar fragte ich mich. Who taught ancient Armenians about astronomy and the round earth? Woher wussten die alten Armenier über Astronomie und eine runde Erde Bescheid? Noah, yes, they have many speculations, but the Bible says Noah did this. Ja, es gibt viele Spekulationen, aber die Bibel sagt, es war Noah. Heroni schreibt, to project, build and use such stable, accurate instruments for different scientific purposes, it was necessary to have the preliminary accumulated knowledge in. Um solche akkuraten Instrumente für diverse wissenschaftliche Zwecke zu planen, bauen und nutzen, war es unumgänglich, sich zuvor astronomisches, mathematisches und technisches Wissen anzueignen. Astronomy, mathematics and technology. Yeah, continue. To have written language, they wrote language. To have high experience in methods of observations and calculations for a long time before building Karahang, Zoratzkarar. Und es war auch nötig, eine Schriftsprache zu haben, sowie weitreichende Erfahrungen in Observation und Berechnung zu sammeln, und zwar lange vor der Erbauung von Karahunj. Somewhere in his book, I read it, he said between 40 and 50,000 years at least to prepare and educate themselves to build such a place like Karahun. Irgendwo in seinem Buch, ich habe das gelesen, sagt er, zwischen 40 und 50,000 Jahren etwa waren notwendig, um dieses Wissen sich anzueignen, das notwendig war, um dieses Observatorium zu bauen. The Bible says Noah stepped out of the ark and he started life. Die Bibel sagt uns, Noah verließ die Arche, tat seinen Fuß auf den Erdboden und das Leben begann sofort. He had his Apple computer with him. Er hatte schon seinen Apple Computer dabei. In the antediluvian world there were many wonderful works of art and science. Adam White schreibt in dem Buch Conflict and Courage, in der vorsintflutlichen Welt gab es viele erstaunliche Kunstwerke und wissenschaftliche Errungenschaften.
These descendants from Adam, fresh from the hand of God, possessed capabilities and powers that we never now look upon. Die Nachfahren Adams, gerade erst aus Gottes Hand hervorgegangen, besaßen Fähigkeiten und Kräfte, die man heute nirgends mehr sieht. Everyone was a genius. Da gab es nur Genies. Not one of them forgot. Nicht einer war vergesslich. From childhood to old age of 900 years. Von der Kindheit bis ins hohe Alter, 900 Jahre. I believe that Noah and his descendants brought the science of astronomy to Zoratzkarar. Ich bin überzeugt, dass Noah und seine Nachkommen die Wissenschaft der Astronomie nach Zoratzkarar gebracht haben. What about the art of writing? Nun, wie steht es mit der Schreibkunst? Initially it was believed that writing originated from Mesopotamia. Man hat ursprünglich geglaubt, dass die Schrift in Mesopotamien erfunden worden ist. Two Greek words, mesos, potamos. Das sind zwei griechische Worte, mesos und potamos. The land between the two rivers, Tigris and Euphrates. Und das heißt das Land zwischen den zwei Flüssen, nämlich Tigris und Euphrat. But the books will have to be rewritten. Aber die Bücher werden neu geschrieben werden müssen. It's not Mesopotamia or Egypt, it's Armenia. Denn es war gar nicht in Mesopotamien, auch nicht in Ägypten, sondern in Armenien, wo die Schrift erfunden wurde. Heruni and Matsimam prove that all alphabets have their origin in Armenia. Heruni und Matsimam zeigen, dass alle Alphabete ihren Ursprung im Armenischen haben. So the language that Adam spoke, Noah spoke as well. Also die Sprache, die Adam gesprochen hatte, sprach auch Noah. Any other sources to verify this statement? Gibt es für diese Behauptung noch andere Quellen? The antediluvians were without books. Die Menschen vor der Flut hatten weder Bücher, they had no written records, noch geschriebene Berichte. But with their great physical and mental vigor, they had strong memories, able to grasp and to retain that which was communicated to them, and in turn to transmit it unimpaired to their posterity. Aber bei ihrer guten körperlichen und geistigen Verfassung ein ganz hervorragendes Gedächtnis. Sie waren in der Lage, alles Mitgeteilte zu verstehen, zu behalten und es ihrerseits den Nachkommen uneingeschränkt zu überliefern. If I ask you, tell me what happened to you last Monday at 9 o'clock. Wenn ich euch frage, was habt ihr gerade gemacht letzten Montag um 9 Uhr? Can you quickly tell me? Könnt ihr mir das schnell sagen? Well, somebody from Noah's family is here tonight. Die Antwort ist, wir haben das Seminar geschaut. Ja, wir sehen da einen. I said 9 o'clock. He forgot about the time of the seminar, man. Wir haben ein Mitglied der Familie Noah unter uns, aber ich glaube, er hat die Zeit des Seminars vergessen. Ich habe nämlich 9 Uhr gesagt. These people did not forget any detail. Diese Leute haben nicht ein einziges Detail vergessen. They had no use of books. Bücher brauchten sie nicht. But things changed after the flood. Aber nach der Flut veränderte sich das. Zoratzkarar is revealing its secrets. Zoratzkarar enthüllt seine Geheimnisse. You're looking at the oldest post-flood observatory in the world. Ihr betrachtet hier das älteste nachsintflutliche Observatorium weltweit. And scholars agree that the calendar was developed right here. Und die Wissenschaft ist sich einig, dass hier der Kalender entwickelt wurde. Are there biblical evidences to support this supposition? Gibt es dafür auch biblische Hinweise? You're looking at the place where I believe the ark came to rest. Hier seht ihr einen Ausschnitt von dem Ort, von dem ich persönlich glaube, dass die Arche hier zur Ruhe gekommen ist. I hope I'm correct. Ich hoffe, dass ich recht habe. But this should have been done by a professor. Aber das hier hätte ein Professor tun sollen. Genesis 8, 12 and 13. 1. Mose 8, Vers 12 und 13. I want you to look for the week, the month and the year, because we have it in the calendar
at Zoroastrar. Ich möchte, dass ihr in diesem Text darauf achtet, dass die Woche vorkommt und der Monat und das Jahr. Denn das haben wir ja auch im Kalender von Zoroastrar. He waited 7 more days and sent the dove out again. Und er wartete noch weitere 7 Tage und ließ die Taube hinaus. But this time it did not return to him. Da kehrte sie nicht mehr wieder zu ihm zurück. By the first day of the first month of Noah's 601st year. Und es geschah im 601. Jahr, im ersten Monat, am ersten des Monats. The water had dried up from the earth. Da war das Wasser von der Erde weggetrocknet. Noah then removed the covering from the ark and saw that the surface of the ground was dry. Und Noah entfernte das Dach von der Arche und sah und siehe, die Fläche des Erdbodens war trocken. Do you get the 3, the week, the month, the year on this? Ist es euch aufgefallen? Woche, Monat, Jahr in dem Text? My heart was strangely warmed when I discovered the 2 calendars agree. Als ich das entdeckt habe, dass die 2 Kalender übereinstimmen, da wurde mir warm ums Herz. Yes. So Noah had a BMW before. He bought one and they gave him a calendar and he brought it out of the ark and he used it. Also Noah hatte vorher ein schnelles Kamel, Marke BMW. And the company gave him a calendar. Who? BMW gave him a calendar. Und der BMW gab ihm einen Kalender. So he used it after the flood. Und den gebrauchte er nach der Flut. Here you have it. Und hier lesen wir davon. This is not real. It's not real. Das ist natürlich nicht real. The cycle of time originated from God. The week, the month and the year. Der Zyklus der Zeit stammt von Gott. Die Woche, der Monat und das Jahr. The cycle of the week have never changed. Und dieser Wochenzyklus hat sich bis heute erhalten. In 187 languages the last day of the week is called Shabbat, Sabbath, rest. In 187 Sprachen nennt man den letzten Wochentag Shabbat, Ruhe. So Noah gave the calendar to the post-flood civilization. Noah überlieferte also den Kalender der Zivilisation nach der Flut. Zoroastrar also had a mausoleum and some tombs. In Zoroastrar gab es auch ein Mausoleum und einige Gräber. And William Shea says that Shem might have been buried here. Und Professor William Shea meint, dass hier Shem begraben sein könnte. Zoroastrar is also the oldest place where they worshipped. Zoroastrar ist außerdem die älteste Anbetungsstätte Armeniens. Noah lived another 350 years after the flood. Noah lebte nach der Flut noch 350 Jahre. Abram and Noah were contemporaries. Abraham und Noah waren Zeitgenossen. Just a question. Eine Frage. Was Noah one of the architects of the observatory? Gehörte Noah zu den Architekten des Observatoriums? Was it his passion to teach people about the creator of the universe? War es sein größter Wunsch, den Menschen von dem Schöpfer des Universums zu erzählen? You know, when I travel, I think, man. Wisst ihr, wenn ich reise, dann denke ich nach. I must ask myself questions. Dann muss ich mir Fragen stellen. I'm an old man, I must think. Ich bin ein alter Mann und ich muss denken. Did he teach the people about the fall and the pre-flood world? Hat er den Menschen vom Sündenfall erzählt und von der Welt vor der Flut? Yes. And ja. I discovered an inscription of Noah teaching the post-flood people about the pre-flood people. Und ich habe eine Inschrift entdeckt, wo Noah den Menschen nach der Flut etwas mitteilt über die Zeit vor der Flut. So, unlike Metsamor, the phallus symbol is absent at Zoroastrar. Im Gegensatz also zu Metsamor gibt es in Zoroastrar keine Phallus-Symbole. What does it tell us? Was sagt uns das? This was monotheistic. They worshipped the God of heaven and earth. Sie waren Monotheisten. Sie haben nur einen Gott angebetet, den Schöpfer von Himmel und Erde. Another question. Noch eine Frage.
Can we assume that Noah settled close by the oldest archaeological discovery? Können wir davon ausgehen, dass Noah sich niedergelassen hat in der Nähe der ältesten archäologischen Funde? If this is the case, we must search for leads at the adjacent mountains. Beziehungsweise, dass er möglichst nah am Ruheplatz der Arche sich ansiedelte. Und wenn das so ist, dann müssten wir, wenn das hier stattgefunden hat, an der Stelle in den umliegenden Bergen Spuren davon finden. Now this is Dogubayazid near Ararat. Das ist Dogubayazid am Ararat. This is where about everybody is looking for the ark. Und das ist die Stelle, wo fast jeder nach der Arche sucht. Now just a very simple question, where would you prefer to bring the ark to a resting place? Jetzt habe ich eine ganz einfache Frage. Wo hättet ihr die Arche auf Land laufen lassen? On dangerous Ararat with little oxygen. Auf dem gefährlichen Ararat, wo kaum Sauerstoff ist. Or a safe haven between the mountains. Oder in einem sicheren Hafen zwischen den Bergen. Ucht Assar, called Mountain of the Covenant near Zoratzkarar. Das hier ist der Berg Uktasar bei Zoratzkarar, Bundesberg genannt. Where was the first covenant made? Wo wurde der erste Bund geschlossen? Yes, when the ark came to rest, the rainbow appeared. Ja, als die Arche zur Ruhe gekommen war, erschien der Regenbogen. And here in Armenia I discovered a mountain called Ucht Assar, the Mountain of the Covenant. Und hier in Armenien habe ich einen Berg entdeckt, der Bundesberg heißt. May I become a little excited? Darf ich darüber ein bisschen begeistert werden? Please allow me. Erlaubt ihr es mir bitte? Now, which is the easiest slope from which to descend? Nun, was meint ihr, welche Abstiegsroute ist leichter zu bewältigen? Ararat? Ararat? Or Ucht Assar? Oder Uktasar? Man, if the elephants came out of the ark on top of Ararat, they would have rolled down. Mann, ich glaube, wenn die Elefanten aus der Arche gestiegen werden auf der Spitze des Ararat, die wären runtergerollt. No ivory left. Und dann hätten sie kein Elfenbein mehr gehabt. No trunk left. Und da wäre auch kein Rüssel mehr dran gewesen. No legs left. Und die Beine wären auch ab. And Mrs. Noah said to Noah, I can't get down here. Und Frau Noah hätte gesagt, Noah, da kann ich nicht runter. You know, if people would just read the Bible. Ja, wenn die Leute einfach nur die Bibel lesen würden. The Bible says the ark came to rest on the mountains of Ararat. Die Bibel sagt, die Arche lief aufgrund auf den Bergen von Ararat. Not Ararat, the mountain of Ararat. Nicht auf dem Berg von Ararat oder dem Berg Ararat. Now the window of opportunity to visit Ucht Assar is only a few weeks in the heart of the summer. Wenn man Ucht Assar besuchen möchte, dann hat man nur ein kleines Zeitfenster von wenigen Wochen mitten im Sommer. Otherwise it looks like Nuremberg. Sonst sieht es aus wie Nürnberg. Ucht Assar, what is the meaning of Ucht Assar? Ucht Assar, was heißt dieses Wort? The Mountain of the Covenant. Der Berg des Bundes. This site was hid from human eyes for millennia. Dieser Anblick war Jahrtausende lang menschlichen Augen verborgen. Would there ever come a time when it would reveal its secrets? Würde es je möglich sein, die Geheimnisse dieses Berges zu lüften? Yes, it happened recently. Ja, es geschah erst vor kurzem. More and more information about the Bible are emerging. Immer mehr Informationen und Fakten über die Bibel kommen ans Tageslicht. Now, during the Karabakh War 1988-1994, Ashot Avagayan was the first man to discover the site. Es war Ashot Avagyan, der während des Berg-Karabakh-Konflikts
von 1988 bis 94 als erster dieses Gebet entdeckte. And I think he was the man, because he can't speak English, was the man that took Loretta and myself up to Uchtasar. Und ich denke, er war auch der Mann, der Loretta und mich nach Uchtasar hinaufgeführt hat. Ich weiß es nicht, weil er kein Englisch spricht. Now will this Lada Russian Jeep get us there? Wird dieser russische Lada-Geländewagen uns nach oben schaffen? It is not a BMW 3-liter diesel. Denn es ist kein BMW 3-liter Diesel. We had to stop many times. Wir mussten oft Pause machen, stoppen. The water was boiling. Das Wasser, der Kühler kochte. But we got there. Aber wir sind angekommen. Will we see ark-related petroglyphs portraying people and animals up there? Werden wir auf Steingravuren stoßen, Petroglyphen, die Menschen und Tiere aus der Arche darstellen? Look at the gentle slope to Uchtasar. Schaut euch das mal an, wie sanft es hier hinabgeht von dem Uchtasar. What an exciting 1.5-hour journey up the mountain. Was für eine spannende 1.5-stündige Tour hoch auf den Berg. The only mountain you can reach by jeep. Das ist der einzige Berg, wo man mit dem Jeep hochfahren kann. Gentle slopes enable you to reach the top easily. Sanfte Hänge öffnen einen Weg an die Spitze, den man leicht befahren kann. It's not an autobahn, but you get there. Es ist keine Autobahn, aber man kann durchfahren. On the summit, we park the car next to a lake. Auf dem Gipfel parken wir neben einem See. The huge basin is surrounded by mountains. Dieses riesige Becken ist von Bergen umgeben. Keep the fact in your mind. Behaltet das, diese Tatsache. Could this perfect haven be the place where the ark came to rest? Ein perfekter Hafen. Kam hier die Arche zum Stillstand? Uchtasar. Uchtasar. What are we going to discover? Was werden wir hier entdecken? It's wonderful to discover. Es ist wunderbar, etwas zu entdecken. I've discovered the wonderful people sitting here. Ich habe die wunderbaren Menschen, die hier sitzen, entdeckt. Never stop discovering new things. Wir dürfen nie aufhören, Neues zu entdecken. Will we find ancient rocks with inscriptions up here? Werden wir antike Felsinschriften finden hier oben? Yes. Ja. This writing is called Itzagir. Diese Schriftzeichen nennt man Itzagir. What is the meaning of Itzagir? Was bedeutet Itzagir? Goat letters. Es heißt Ziegenschrift. Because it looks like goats, so they call it Itzagir. Denn diese Zeichen sehen aus wie Ziegen. Man nennt das Itzagir. So let's see if we will find sketches of people on the petroglyphs. Also schauen wir einmal, ob wir auf diesen Petroglyphen Menschen skizziert finden. What do you see? Was seht ihr? This is not a German pop orchestra playing. Hier spielt nicht ein deutsches Pop-Orchester. But it's a happy man. Aber es sind freudige Menschen. Do you think people were happy when they got out of the ark? Glaubt ihr, dass die Menschen froh waren, als sie aus der Arche konnten? To smell the air again. Und wieder die frische Luft zu riechen? People rejoicing. Jubelnde Menschen. Do you see some more people here? Seht ihr sie? Die Menschen? What message did the original author intended to convey? Was wollte der Verfasser zum Ausdruck bringen? Look at that big hand. Schaut euch die große Hand an. Remember when you started to write? Erinnert euch, als ihr angefangen habt zu schreiben. It was not very artistic. Als ihr gelernt habt, das war nicht sehr künstlerisch. So don't criticize these early authors. Also kritisieren wir nicht diese ersten Autoren. What else besides people were in the ark? Was war außer Menschen noch in der Arche? Animals. Yes.
Ja, Tiere. Let's look for tombstones on which animals appear. Suchen wir nach Grabsteinen, auf denen Tiere abgebildet sind. There you've got them. What is the message of the animal? Und hier haben wir sie. Was ist die Botschaft dieser Tiere? I'm just asking questions. Ich stelle einfach nur Fragen. Representation of animals who left the ark, perhaps? Sind das vielleicht Tiere, die gerade die Arche verlassen? More animals. Weitere Tiere. And could this be a primitive representation of the ark? Und könnte das eine primitive Darstellung der Arche sein? Asking questions. Ich frage nur. Now this is not Itzachir. Das ist kein Itzachir. He is pointing to Itzachir. Sondern er zeigt nur auf ein Itzachir. How old is Itzachir? Wie alt sind diese Itzachir? The goat letters. Die Ziegenschrift. About 5000 years. Etwa 5000 Jahre. How many of these tombstones are there? Wie viele von diesen Grabsteinen gibt es? 2000. 2000. So if you come with me there next year. Also wenn ihr nächstes Jahr mit mir dorthin fahrt, maybe you'll find 2001 or 1019, I'm not sure. Vielleicht findet ihr auch 2001 oder 1999, ich bin nicht sicher. On what were they written? Worauf wurden sie geschrieben? On tombstones. Auf Grabsteine. This is the research that was done. Das sagt uns die Forschung. Who were these people? Wer waren diese Menschen? Will we find a representation of the fall of man on these petroglyphs? Lässt sich auf diesen Petroglyphen auch eine Darstellung des Sündenfalls finden? Let's do careful investigation. Schauen wir uns genau um. What is this? Was ist das? Another man with lots of big fingers. Wieder ein Mensch mit vielen großen Fingern. Maybe they had big hands, I don't know. Vielleicht hatten sie auch große Hände, ich weiß es nicht. At last. Endlich. One of the most important sketches. Eine der bedeutendsten Skizzen. When we got to the top, the driver of the Lada Jeep who stopped about 10 times on the way up. Als wir schließlich ganz oben waren, da der Fahrer von dem Jeep, der ungefähr 10-mal gestoppt hatte, spoke two words. Sagte zwei Worte. Adam, Eva. Adam, Eva. So I grabbed him by the shoulder. Also packte ich ihn am Arm. I said, Adam, Eva. Und sagte, Adam, Eva. And we walked till we got to this place. Und dann führte er uns, wir gingen, bis wir an diesen Ort kamen. Have a very careful look. Schaut ganz genau hin. Heruni explains. Heruni erklärt. He says there's a snake. Er sagt, es gibt da eine Schlange. On this petroglyph. Auf diesem Petroglyphen. There it is, he says. Da ist sie. What else can we expect here? Was können wir noch erwarten? Tree of good and evil. Den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. There it is. Und da ist er. Eva taking fruit. Eva nimmt die Frucht. Adam's reaction. Und Adams Reaktion? What have you done? Was hast du getan? So they left the story of the fall of man on the rocks of Ucht-Assar. Sie haben also die Geschichte des Sündenfalls des Menschen auf den Felsen von Ucht-Assar hinterlassen. A reminder of the sad consequences of disobedience. Als Erinnerung an die traurigen Folgen des Ungehorsams. Why did they leave it here? Warum haben sie es hier gelassen? It caused the destruction of this planet by water.
Weil das der Grund war, dass der ganze Planet durch Wasser vernichtet wurde. Now when you read archaeology, it says the Hyksos were the first people to have invented the wheel. Nun, wenn man die Archäologiebücher liest, dann heißt es, dass das Rad zuerst von den Hyksos erfunden worden ist. But what do you see on this petroglyph? Aber was seht ihr auf diesem Petroglyphen? Mags, big wheels. Große Räder. So they used wheels in the time of Noah. Also, sie haben schon zur Zeit Noahs Räder benutzt. What about Noah's name? Was ist mit Noahs Namen? Now this scholar says there's a relationship between Proto-Aroritic and Proto-Sinaitic script. Nun, dieser Professor sagt, es gibt eine Beziehung zwischen Proto-Araritischer und Proto-Sinaitischer Schrift. So what I did, I went to Serabit Elkadim. Ich bin also nach Serabit Elkadim gegangen. In the Sinai Desert, and I looked at the ancient script. In der Sinai-Wüste, und ich habe mir die alten Inschriften angeschaut. We went to Kayafa in Israel. Wir sind nach Kayafa in Israel gegangen. They've just discovered an ostracon. Sie haben dort gerade kürzlich ein Ostragon entdeckt. Proto-Sinaitic script. You can see it in the Israeli Museum. I saw it with my own eyes. Proto-Sinaitische Schrift. Man kann das im israelischen Museum betrachten. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. And there's a relationship between these ancient languages and Proto-Aroritic script. Und es gibt ein Verhältnis, eine Beziehung zwischen dieser alten Schrift und der Proto-Araritischen Schrift. Proto-Sinaitic script is the oldest Hebrew you can find. Was ist Proto-Sinaitisch? Das ist das älteste Hebräisch, das man überhaupt gefunden hat. It is before modern Hebrew. Das ist also vor dem modernen Hebräisch. And Proto-Araritic script is before modern Armenian script. Und Proto-Araritisch nennt man die Schrift, die existierte vor der heutigen oder vor der modernen armenischen Schrift. If you want to write in Proto-Araritic script, that's what I mean. Or hieroglyphic or Proto-Sinaitic script, okay. It's a little snake. Also wenn man ein N schreiben möchte in der Proto-Araritischen Schrift, aber auch in der Proto-Sinaitischen oder Hieroglyphen, dann ist es eine kleine Schlange. And the V with a dot inside the V, that's the O. Und V, ein V mit einem kleinen Punkt dazwischen, ist das O. And a man standing like this is the soft ach sound. Und wenn ein Mensch etwa so steht, dann ist es so ein weicher Klang. We found all three letters on the petroglyphs. Wir haben all diese drei Buchstaben auf den Petroglyphen gefunden. I found the name of Noah on Uchtasser. Ich habe in Uchtasser auf den Steinen den Namen Noach gefunden. Looking at this huge basin, the following statement came to my mind. Als ich dieses riesige Becken betrachtete, da kam mir folgende Aussage in den Sinn. As the waters began to subside, als die Wasser allmählich fielen, the Lord caused the ark to drift into a spot protected by a group of mountains that had been preserved by his power. Ließ der Herr die Arche an einen Platz treiben, der von einer schützenden Berggruppe umgeben war, die seine Macht bewahrt hatte. Here you have the geological phenomenon. Hier passt das von der geologischen Anordnung. Does this site fits the description? Passt dieser Ort zu der Beschreibung? I need a cameraman to come with me next year to take the entire circle. Ich brauche einen Kameramann, der nächstes Jahr mich begleitet, damit man eine 360-Grad-Panoramaaufnahme machen kann. Where you can see it a little better. Dann kann man das besser erkennen. These mountains were but a little distance apart, and you see it. Diese Berge, ist das Zitat weiter, waren nur wenig voneinander entfernt, und das sieht man hier.
And the ark moved about in this quiet haven and was no longer driven upon the boundless ocean. Und die Arche bewegte sich nun in diesem ruhigen Hafen und wurde nicht länger auf dem grenzenlosen Ozean umhergeworfen. Here you've got a place on Ucht-Assar which harmonizes with the statement. Hier haben wir einen Ort auf Ucht-Assar, der passt genau zu den Aussagen. Does it sound logic? Klingt das plausibel? Does it fit God's character? Passt das zu Gottes Charakter? This gave great relief to the weary, tempest-tossed voyagers. Für die müden, sturmgeschüttelten Reisenden war das eine große Erleichterung. Suddenly the big ship didn't move about. It was quiet in this situation. Auf einmal bewegte sich das große Schiff nicht mehr hin und her, sondern es war ruhig in dem Wasser. This is how I see God's character. Und so sehe ich Gottes Charakter. The statement kept ringing in my ears. Und immer wieder kam mir diese Aussage in den Sinn. A spot protected by a group of mountains that had been preserved by his power. Ein Platz, der von einer schützenden Berggruppe umgeben war, die seine Macht bewahrt hatte. This is exactly what my eyes saw. Genau dort befand ich mich, das sah ich vor meinen Augen. At the lake I meditated. Am See dachte ich nach. The ark moved about in this quiet haven and was no longer driven upon the boundless ocean. Die Arche bewegte sich nun in diesem ruhigen Hafen und wurde nicht länger auf dem grenzenlosen Ozean umhergeworfen. What a considerate God. Was für ein fürsorglicher Gott. I need a few professors to come and help me on this research. Ich brauche ein paar Professoren, die mir helfen bei der Erforschung. Maybe you want to come and help me. Vielleicht wollt ihr mich begleiten und this mir helfen. Is the latest archaeology and much research must still be done. Das ist hier die modernste Archäologie und da muss noch viel erforscht werden. And I'm very nervous. Und ich bin sehr nervös, ich kann es kaum abwarten. Because I'm the first man to say this might be the site. Denn ich bin der Erste, der sagt, hier könnte es gewesen sein. But I told my daughter there are weightier issues than identifying the resting place of the ark. Aber ich sagte zu meiner Tochter, es gäbe noch Wichtigeres, als den Ruheplatz der Arche zu finden. Jesus says, as it was in the days of Noah. Jesus sagt, wie es aber in den Tagen Noahs war, so it will be at the coming of the Son of Man. So wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohns sein. Did Jesus believe in Noah and the flood? Glaubte Jesus an Noah und an die Sintflut? This is my greatest evidence. There was a flood, there was a Noah. Das ist für mich der größte Beweis. Es gab eine Sintflut, es gab Noah. So the story of Noah tells us how to escape the coming destruction, not by water but by fire. Die Geschichte von Noah verrät uns also, wie wir der kommenden Vernichtung entrinnen können. Dann wird es nicht Wasser, sondern Feuer sein. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Noah aber fand Gnade in den Augen des Herrn. The first mention of grace in the Bible. Das ist das erste Mal, dass die Bibel die Gnade erwähnt. Have you accepted God's unmerited gift of forgiveness and salvation? Hast du Gottes unverdiente Gabe der Vergebung und Erlösung angenommen? I know it's hard for the human heart to accept a gift. Ich weiß, dass es dem menschlichen Herzen schwer fällt, ein Geschenk anzunehmen. Man, Johannes, I battle with this problem. Mann, Johannes, ich kämpfe mit dem Problem. If you want to give me something, I'll be in a state of nerves. Of nerves. Yes, my nerves cannot take it. Wenn du mir versuchst, ein Geschenk zu geben, dann werde ich richtig nervös. Das ist mir unangenehm. And it's difficult for me to think that God says, I forgive you your sins and I want you to live forever in a hereafter without problems. Und das ist für mich irgendwie schwer zu fassen und mir vorzustellen, dass Gott zu mir sagt, ich möchte dir deine Sünden vergeben und ich möchte, dass du für immer lebst. But Noah accepted God's grace. Aber Noah nahm diese Gnade Gottes an. Before the destruction of this planet, you will have to find the grace of God. Bevor dieser Planet vernichtet wird,
musst du die Gnade Gottes für dich finden. How did the acceptance of God's unmerited favor affect his life? Wie hat sich die Annahme von Gottes unverdienter Gnade in Noahs Leben ausgewirkt? Because if grace does not have an effect, it's not grace. Denn wenn Gnade nichts bewirkt, dann ist es nicht Gnade. Genesis 7 verse 5 says, and Noah did all that the Lord commanded him. 1. Mose 7, Vers 5 sagt, und Noah tat alles ganz, wie der Herr es ihm geboten hatte. Grace helps you to be obedient in all God's requirements. Die Gnade hilft uns, allen Geboten Gottes gehorsam zu sein. Has the sequence changed? Grace, obedience? Hat sich diese Reihenfolge Gnade, Gehorsam verändert? No, it runs throughout the Bible. Nein. In der ganzen Bibel ist es immer so. The destruction of this planet is nearer than we can ever anticipate. Die Vernichtung unseres Planeten ist näher, als wir uns vorstellen können. How can we escape this cataclysmic event? Wie können wir dieser Katastrophe entrinnen? Jesus is on his way. Jesus ist unterwegs. As it was in the days of Noah. Wie es aber in den Tagen Noahs war. Is grace extended again? Haben wir noch einmal eine Gnadenzeit? Are we going to allow God's grace to change our lives? Gestatten wir Gottes Gnade, unser Leben zu verändern? Let's pray. Wir wollen beten. Father in heaven, a second destruction is on its way. Vater im Himmel, eine zweite Zerstörung ist auf dem Weg. Let us look beyond the problems that are coming. Aber lass uns über diese Probleme hinwegschauen. Help us to enjoy seeing a city without crime. Hilf uns, dass wir uns freuen, weil wir eine Stadt sehen, wo keine Tränen mehr fließen. City without pain. Eine Stadt ohne Schmerz. City without tears. Eine Stadt ohne Weinen. City without death. Eine Stadt ohne Tod. A city where we look in your face. Eine Stadt, wo wir in dein Gesicht schauen. Make this a reality in our lives. Mach das zu einer Realität in unserem Leben. And may grace, your grace, change our behavior. Und möge deine Gnade unser Verhalten verändern. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.